übersehbar ist sie, die zweitlängste Eisenbahnbrücke Deutschlands, die Unstruttalbrücke der neuen ICE-Trasse zwischen Halle, Leipzig und Erfurt. Doch nicht nur über diese Brücke werden zum Jahresende die Züge rauschen, auch drei Tunnel sind im Burgenlandkreis Bestandteil der Neubaustrecke. Wir sind im Prinzip, wir haben schon die ersten Testfahrten hinter uns und wollen mit dem Projekt 2015 in Betrieb gehen. Das heißt, es sind 120 Kilometer Neubaustrecke. Die werden künftig mal ermöglichen, Berlin-München in 4 Stunden zu fahren. Also, oder Halle-Erfurt in 1/2 Stunde. Also, es geht hier um Größenordnung der Verbesserung des Bahnverkehrs. Bevor im März die Deutsche Bahn mit weiteren Versuchsfahrten die Strecke übernimmt, laufen seit einigen Wochen die Einweisungen der Rettungskräfte, die hier im Ernstfall zum Einsatz kommen. Letzten Samstag waren Mitglieder verschiedener Wehren zu einer Einweisung im Bibratunnel unterwegs. Ja, diese Treffen, heute war eine Einweisung, so haben wir das gemeinsam genannt, in alle baulichen Sicherheitseinrichtungen hier im Tunnel. Man muss davon ausgehen, wir haben hier das modernste Tunnelbaukonzept für Bahntunnel, was es überhaupt gibt. 2 Röhren, je Röhre ein Gleis. Eine Röhre kann im Prinzip immer als Rettungsstollen, als Fluchtweg verwendet werden. Wir haben hier Wasser-Elektroanschlüsse, wir haben hier Heißläufe, Ortungsanlagen, also alles, was hier die Bahnstrecke leistet. Und das muss betrieben werden, oder die Leute müssen wissen, was sie wo welchen Hebel umschlagen müssen im Fall der Fälle. Und diese ganzen Einweisungen werden dann kulminieren in einem echten Szenario. Ja, also wir werden hier im Laufe des Jahres eine richtig große Übung machen, wie in allen Tunnelbauwerken, und da mal einen Fall durchspielen, der uns hoffentlich nie ereilen wird. Immerhin stellt zum Beispiel der Bibratunnel mit einer Gesamtlänge von 6.466 Metern auch die Rettungskräfte vor besondere Bedingungen. Die Kenntnis von Lage und Leistungsfähigkeit der im Notfall benötigten Wasser- und Stromanschlüsse, die Rettungswege in den Nachbartunnel, aber auch die Kommunikationsmöglichkeiten sind im Ernstfall entscheidend für eine schnelle Hilfe. Also es ist uns als Landkreis wichtig, die Feuerwehren zu schulen. Alle Teilnehmer, die heute hier waren, gehören zu einer Tunnelbasiseinheit, die hier im Schadensfall anfahren. Und für uns ist es wichtig, die Feuerwehren hier einzuweisen, dass sie sich an den Tunnelportalen und im Tunnel und an der Bahnstrecke auskennen. Dabei war diese Einweisung vor Ort nur ein Baustein. Weitere Schulungen werden folgen, bevor im Herbst mit einer Großübung die Einsatzfähigkeit der Wehren getestet wird. Weitere Informationen über diese Begehung und das Tunnelbauwerk in unserer nächsten Sendung.